Nee, Naturin schon wieder dran. Ich möchte heute ein Tutorial machen, wie man aus einer Thunfischkonservendose eine Öllampe erfolgreich macht. Und zwar, guck mal, ich habe hier zwei Thunfischkonservendosen. Und eine davon funktioniert und die andere davon funktioniert nicht. Und zwar, guck mal, hier, diese blaue hier, da steht drauf, eingelegt in eigenem Saft. Und diese hier, die funktioniert nicht. Das müsst ihr absolut hier drauf achten, dass das hier nicht funktioniert. Aber hier, diese Thunfischdose, da steht drauf in Sonnenblumenöl. Und weil das da drauf steht, funktioniert das mit dieser hier. Und die Zutaten, um diese Thunfischkonservendose in einer Öllampe zu verwandeln, sehen wie folgt aus. Nicht diese Thunfischdose, sondern diese Thunfischdose. Dann hier ich habe hier mein schwarzer Taschenmesser, aber man braucht hier so eine Spitze oder irgendwie so etwas, um so ein Loch zu machen. Dann braucht man Schnürsenkel. Ganz wichtig, kein, wie heißt das nochmal, Polyester-Schnürsenkel, sondern so ein Baumwolle-Schnürsenkel. Dann braucht man eine Schere. Und zu guter Letzt ein Feuerzeug. So, ich habe jetzt diese Thunfischdose hier, die in Sonnenblumenöl eingetunkt ist. Und ich habe hier mein schwarzes Taschenmesser mit dieser Spitze. Und jetzt werde ich hier mit dieser Spitze ein Loch hier reinmachen. Und jetzt werde ich von diesem Schnürsenkel mit dieser Schere ein Stück abschneiden. Diese dann so machen, genau, damit das so, genau, damit das fetter ist. Und jetzt das hier in diesen Loch hier reintunken. Ich werde mit dieser Spitze so ein bisschen nachhelfen, damit das noch weiter reingeht. So viel ist das jetzt gerade drin. Und jetzt warten, bis hier, bis dieser Saft so ein bisschen eingezogen hat in diesen Schnürsenkel rein, den man hier als Docht benutzt. So, ich habe jetzt ungefähr eine Minute gewartet, bis dieser Docht hier sich hier so ein bisschen eingezogen hat, also komplett. Der sieht doch so richtig nass und feucht und so richtig fischig und so thunfischig sieht das aus. So ölig irgendwie. Und deswegen werde ich den jetzt anzünden. Der Docht brennt. So, wir haben jetzt 21:07 Uhr. Genau. Das merken wir uns jetzt. Und hier, das hier ist angezündet, das brennt schon. So, es ist eine Stunde vergangen. Exakt eine Stunde. Und hier, es brennt immer noch fleißig. So, es sind exakt 2 Stunden vergangen. Und hier, guck mal, es leuchtet immer noch. Guck mal, ich habe mittlerweile diese Öllampe hier hingestellt. Genau da, wo ich hier jetzt gerade am Video schneiden bin. Extra, damit ich im Augenwinkel beobachten kann, wann das erste Mal ausgeht. So, es sind jetzt exakt 4 Stunden vergangen. Und hier, guck mal, das brennt immer noch. Zwar nicht mehr so stark wie vorhin, aber es brennt trotzdem immer noch nach 4 Stunden. Mal prüfen, wie lange die noch überhaupt brennt. Da bin ich sehr gespannt drauf. So, nächster Tag ist angebrochen und diese Thunfisch-Konservendosen-Öllampe, die ist schon längst ausgegangen. Und mir ist beim Rüberziehen der Videodateien aufgefallen, dass eine Videodatei kaputt war. Das passiert ganz selten mal, aber es kann mal vorkommen. Und hier, das war exakt ausgerechnet diese Videodatei, wo ich gefilmt hatte, wie diese Lampe hier ausging. Und mir ist aufgefallen, dass diese Öllampe nach ungefähr 5 Stunden ausgegangen ist. Also sprich, 5 Stunden hat das gehalten. Also so viel Zeit hat das gemacht. Und hier, ich will noch einen Test machen. Und zwar, ich habe hier eine Schere und ich werde diesen Docht
nach oben ziehen. So, ich habe das jetzt so ein bisschen nach oben gezogen und ich werde das schon wieder anmachen. So, ich habe das um 18.20 Uhr angemacht, diese Öllampe nochmal. Und prüfen, wie lange die dann hält. Also ich glaube zwar nicht daran, dass der schon wieder so lange hält, weil das ist ein vertrockneter Thunfisch. Weil dieser ganze Öl hier weggebrannt ist und so, genau, das ist so passiert. So, und jetzt warten wir, bis das ausgeht. Das sieht so aus, als wenn das nicht mehr so lange hält. Und hier, guck mal, wir haben jetzt diese Uhrzeit. Es sind 15 Minuten vergangen. Es sind 30 Minuten vergangen. Und hier, diese Öllampe, die brennt immer noch. Die Flamme wird immer kleiner und kleiner. Die ist gleich ausgestorben, hier, diese Flamme. So, die Öllampe ist ausgegangen. Vollständig. Hier nach, ja, hier, wie heißt das doch mal? Nach 34 Minuten, wenn ich das jetzt richtig rechne. Das heißt, so wie ich das erwartet hatte, ist dieser Thunfischdoseninnere, hier vertrocknet und so weiter. Also da ist zu wenig Öl drin, damit das noch weiter funktioniert. Weil das ist viel zu so richtig vertrocknet drin. Und damit wir das angucken können, wie vertrocknet das innen aussieht, werde ich das hier gleich aufmachen. So, ich habe jetzt mal einen ranzigen Teller hier hingestellt. Und jetzt gucken wir uns an, wie vertrocknet dieser Thunfischdoseninnere aussieht. Guck mal, so vertrocknet sieht dieser Thunfischdoseninnere aus. Und das riecht irgendwie so nach Katzenfutter. So, das war jetzt Tutorial gewesen, wie man aus einer Thunfischkonservendose, wo Öl drin ist, eine Öllampe zusammenbaut. Wie man das gesehen hat, hat das funktioniert. Diese Idee habe ich nicht mir selber erfunden, sondern das habe ich von Ihnen hier, von diesem YouTuber übernommen gehabt. Und ich wollte es mal selber ausprobieren und euch dieses Wissen auch weitergeben. Und hier schaut euch mal dieses Video an, wie ich mit meiner Ostertasse aus Porzellan erfolgreich ein Messer geschärft habe. Das habe ich wirklich gemacht. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer verschissener Natururin. Ne, ich komme jetzt gerade aus diesem Baumarkt, der Bauhaus heißt, ausgelaufen. Ich habe mir hier dieses Rohr gekauft. Das hier, das ist diese billigste Sackkarre vom Bauhaus. Ich werde den jetzt das erste Mal auf dieser Gaskartusche draufschrauben. Und ich hoffe, dass der nicht explodiert.